Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder hier, euer Gras Nekule und je alle. Ich weiß nicht, ob ihr es im letzten Video gesehen habt, als ich hier meinen Vlog gemacht habe, wo wir da das schmeckt und ich durch Birmingham gewandert sind, hier zum heimischen Kebabmann. Alle, guckt auf jeden Fall das Video von das schmeckt's Kanal, wo wir auflösen, wie das geschmeckt hat. Ich kann es euch ja jetzt hier in diesem Video zeigen, denn ihr wisst es ja schon, ne? Es war grenzwertig, bahnbrechend, ekelhaft. Es war wirklich schlimm. Und wir müssen jetzt hier auf neue Gedanken kommen, Ali. Und ich habe hier ein Rap, Ali. Ja, ihr müsst wissen, ich bin ja nicht der allergrößte Rap-Fan hier, Ali. Das schmeckt, der stinkt sich die ja rein, als gäbe es keinen Morgen hier, Ali. Aber ja, er hat gestern so unglaublich geschwärmt von den, hier den englischen Rap, sodass ich den probieren muss. Er hatte gestern diesen Sweet Chili, und der kommt auch noch auf meinen Kanal, Freunde. Oh, der Sweet Chili. Guckt auf jeden Fall auch sein Review auf seinen Kanal, Ali. Ich habe mir jetzt dir den mit Caesar geholt, Ali. Gucken wir mal, was das kann. Oh, Leggy. So. Also hier haben wir Salat und das Quiz. Ich habe auch den mit Crispy Chicken genommen, hier auf Empfehlung, Ali. Und ja, ich hau mir. Warte. Du kannst es nicht so lassen, du musst das so richtig schön zusammenquetschen und so. So voller Elan, Freunde. Dann. Das kannst du nicht so lose lassen, ey, das geht nicht, Freunde. Nee, Mann. Ja, genau so, ja, Mann, genau so, Alter. So meinst du? So ist es richtig. So, ja. Ja, ja. Oh, ja, genau so. Ja. Okay, ich denke mir jetzt. Oh, ja, mach. Oh, ja, Digga. Oh, sieht das geil aus. Die kann was, ne? Ich hoffe, ihr kommt die Soße gleich, weil oben war es noch ein bisschen trocken. Oh ja, das ist meistens so tatsächlich, das stimmt. Oh ja, da ist er. Alter, dein Fokus ist echt so ernst. Ja. Ja. Ich meine, ich bin ehrlich. So. Deiner hat gestern irgendwie besser ausgeguckt. Okay. Weil da war mehr Soße drin. Ja. Und hier fehlt mir auch die Salatgurke, Alter. Ja, true, das stimmt. Und ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von dieser Panade von den Crispy Chicken. Okay, okay. Die ist mir ein bisschen zu heftig. Okay. Aber so alles in allem finde ich das schon geil, ja. Ja, das mit den Salatgurken, das ist schade, Freunde, tatsächlich. Aber meins ist es tatsächlich so nicht. Also, okay. Ich entscheue den schon. Ja. Aber nochmal kaufen will ich mich nicht. Okay, ja, das ist interessant, Freunde. Oder gab's eine Cola auf jeden Fall. Aber ja, kann ich verstehen. Aber ja, vielleicht wärst du wirklich einfach der Sweet Chili gewesen, bin ich ehrlich, weil da hast du ja auch diese Darkwood. Ja, aber ich mag auch diese Sweet Chili Soße. Ja, das weiß ich natürlich. Aber da hast du ja auch genügend Soße drin gehabt. Da waren ja auch zwei drin, weißt du, gab's dann alle. Das war schon krass, Freunde. Ja, hier ist gar keine Soße gefühlt. Ja. Ich merke nichts. Ja, schade, Freunde. Schade. Ja, da wäre mehr drin gewesen. Aber ja, mal gucken, wie deiner schmeckt. Ja, dann werde ich mir jetzt noch ordentlich reinswirbeln dann, nice. Freunde. Ja, dann bedanke ich mich bei euch hier fürs Zusehen wieder einmal. Kommt, ich lasse euch jetzt nicht hier hängen. Wir machen jetzt noch hier Jamaican Sunset Levy Roots Refreshing Watermelon Review. Denn ich kann jetzt nicht hier mit zwei enttäuschenden Videos hintereinander aussteigen hier. Was heißt enttäuscht? Ich bin nicht enttäuscht, denn es ist einfach nicht so mein Geschmack hier. Gucken wir mal, was uns der jamaikanische Sunset bringt hier. Ja. Oh. Boah. Alter Verwalter, ey. Ja, ich sag's mal so, Alter. Es ist zumindest Sprudel drinnen. So, es ist sehr erfrischend. Der Geschmack ist so ein wenig nicht so geil, aber man kann's trinken. Also das gönnt schon auf jeden Fall richtig hart. Ich habe gestern so ein Black Currant, war es, ne? Oder Red Currant. Ja, so ein Johannisbeer-Dreck getrunken. Alter, das. Oh, Sir! Ich hasse noch mal gekauft. Ja, Mann!
Den Ribena Black Currant. Ja, Mann. Ali, kannst du den mal kurz aufmachen? Einfach nur, weil dieser Verschluss so eklig aussieht. Ja, Mann. Oh, Ali, guckt euch diese Plastikverpackung hier an. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Ja. Ali, das sieht aus, als hätte es einfach schon 88 Cola beinhaltet oder was weiß ich. So richtig milchig. Das ist ja. Cool, Mann. Da ist das schon viel erfrischend. Und das andere hat auch nicht mal Kohlensäure, Ali. Ja, gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.